Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Zelda Ocarina of Time Teil 18. Und ja, wir sind wieder im Standardstartpunkt, wenn man den jungen Link spielt. Und das ist natürlich im Kokiri-Wald. Und es ist ausnahmsweise mal Nacht. Das war die Kantate des Lichts nochmal. Das funktioniert meines Wissens auch in der jungen Form, was natürlich praktisch ist, wenn man dann nicht den Weg hinlaufen muss. Man kann auch die Reisezauber auch als Kind nutzen, was natürlich praktisch ist. Dieser Teil wird tatsächlich kürzer, genau wie die zwei nachfolgenden Teile, denn ich mache jetzt ein langes Video, das ich durch drei teilen werde, denn ich unter anderem fahre ich in Urlaub und komme auch sonst nicht dazu, da großartig Videos aufzunehmen. Deswegen habe ich mich für diese Alternative entschieden, was wahrscheinlich besser ist. Da ich jetzt eh weiß, was ich jetzt als nächstes mache, das ist auch der erste Teil, den ich aufnehme, seit nachdem ich quasi meine Festplatte ausgetauscht habe. Stimmt, ich wollte eigentlich die hier rein. Ach nee, ist die Minenbowling waren. Egal, mache ich trotzdem. Das ist ein Minigame, was natürlich ziemlich cool ist. Hey, super wache Angestellte. Oh, was? Hey, ein Kunde, was ganz Neues. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine, willst du? Ja. Okay, ziele auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche, fertig. Los geht's. Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Ja, es wird nicht gesagt, was das ist, aber okay. Ich muss gerade überlegen, wie das nochmal funktioniert. Ich hab gedacht, man konnte die steuern. Da habe ich mich wohl falsch erinnert. Ach, da wäre ich so, okay, Moment, dann halt anders. Das ist eigentlich ziemlich gemein, wenn du darüber nachdenkst. Shit, egal. Willst du nochmal spielen? Ja.
Hätte ich fast vergessen, das hier kannst du gewinnen. Ah, nö. Super egal. Warum hab ich einen Hund, der mir hinterherläuft? Kann ich den sprengen? Ich konnte das irgendwie steuern, ich könnte mich aber auch hören. Ah, das ist zu weit drüben. Ach, da geht's dann plötzlich. Ah, das ist zu weit drüben. Gott, ich das hasse. Ja, nein. Ach, jetzt geht das plötzlich. Ach komm. Ich muss jetzt irgendwas spielen, wo ich wieder Geld verdiene und wo ich leichter cheaten kann. Truhenlotterie. Öffne eine Truhe und voila, findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier aus. 10 Rubine pro Spiel, machst du mit, ja. Ein Schlüssel, damit gelangst du in den nächsten Raum, wähle dort eine neue Schatzkiste aus. Man kann das durch Glück rausfinden, oder? Und benutzt das Auge der Wahrheit. Was für eine Überraschung. Weiß nicht, ob die immer in der gleichen Kiste sind. Yay. Ich kann in die Truhe reinschauen, was drin ist, bevor ich sie öffne. Und nein, man kann das Auge der Wahrheit nicht während der Cutscene benutzen. Wäre natürlich lustig. Ein Herzteil.
Muss mich den ganzen Weg zurücklaufen. Klasse, ein echter Zocker. Ich weiß gar nicht, was das zweite ist, was man gewinnen kann. Sehr kompliziert. Leute, die sich fragen, was man bei diesem Grabbelmin Bowling gewinnen kann. Grabbelmin kann man gewinnen. Und die sind für gewisse Sachen ganz praktisch. In dem Moment, wo die geöffnet sind, kann man nicht mehr quasi reinschauen. Wo man da ganz nett sieht, dass die Texte, die außen ist, innen auch ist. Also, ja. Ich probiere es noch einmal mit diesen Grabbelminen. Obwohl, zuerst mal etwas anderes. Leuten fällt auf, dass mir ein Hund hinterher läuft. Diesen Hund kann ich ja zurückgeben. Ich glaube hier. Ah, das ist nicht mein Hundi. Wie kannst du meinen Liebling mit dieser Zeckenmatte verwechseln? Ist der Hund total schockiert und verstört. Ja, das ist das Problem. Das ist, der Hund ist irgendein Hund und der folgt einem dann, aber ich glaube, der Hund ist es. Ich weiß, das war, glaube ich, ein hellerer Hund. Warum die Hunde dann nachts rumlaufen, ist mir ein Rätsel, aber was soll's. Irgendwann sind keine Hunde mehr auf der Straße. Hm. Ja, warte mal, ich glaube. War der nicht in der Seitenstraße? Ich glaube, der weiße Hund in der Seitenstraße war es. Ich ja. Passiert mir den Hund, ich weiß es nicht.
Eigentlich ist lustig, ist mir nie aufgefallen, die Türen, weil sie 3D-Objekte sind, bleiben auf der gleichen Ebene. Aber das Bild bewegt sich. Bist du es vielleicht? Warum muss ich gerade an das... Da gibt es ein Spiel, das heißt Rosenkreuz, Stilette, Freudenstachel. Und Leute, die Rocket Beans ab und zu mal sehen, haben das schon bei Speedrun Daily gesehen. Und der Witz daran ist, der Witz daran ist, da gibt es dann so tolle halbdeutsche Wörter und so, und da gibt es so, wie war das, die als Sprungplattform nennt's, da gibt es dann ein Teil, das heißt dann Strudelshundo, und das ist sehr, sehr lustig. Ah, Richard, das ist ja mein kleiner Richie, mein kleiner Richie wieder, vielen Dank, bitte nimm dies als Belohnung an dich, hm? Hoch ist der Raum, dass die Kamera da sein kann. Ach, das ist der Krabbelminenladen. Willkommen. Klar, kaufe ich. Ach, ich kann die einfach kaufen. Lege sie mit C ab. Diese neuartige Bombe kann an Wänden hinaufkrabbeln, also Ziele gut. Nein. Ich greife jetzt mal alle Sachen ab, die sich gerade anbieten. Unter anderem auch etwas, das, glaube ich, später ein bisschen praktisch werden kann. Ich glaube, Schwimmen geht schneller. Boah, du hast eine Ocarina, spiel was vor. Okay, Ja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mich jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, sie so. Genau, das braucht man nämlich, um dieses, um Vogelscheuden spawnen zu lassen, wenn es möglich ist. Also, wie war das?
Aber an dieser Stelle, mit diesem Schwert, raus die Aktion. Bin ich den Teil, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht's genau in der Zukunft weiter.